Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Dr. Kaplan, sehr geehrter Oberbürgermeister, alle weiteren Gäste, die heute hier mit dabei sind. Ich freue mich wirklich außerordentlich, hier bei Ihnen dabei sein zu dürfen, denn es ist wirklich ein besonderer Tag auch für mich. Tag 2 im Amt und dann gleich beim Bayerischen Ärztetag. Das ist, glaube ich, schon auch etwas Besonderes, im Amt sein zu dürfen als Gesundheitsministerin. Und ich darf Ihnen sagen, es ist ja nicht damit getan, dass man jetzt von der Staatssekretärin zur Ministerin wurde. Nein, es geht auch darum, jetzt überhaupt ein Gesundheits- und Pflegeministerium neu aufzubauen. Klar sind gewisse Strukturen mit den vorgegebenen Abteilungen der bisherigen Ministerien schon vorgegeben. Aber das in ein eigenes Ministerium zu formen, bedarf natürlich auch einiger Tage, bis man dann auch wirklich als eigenständiges Haus in dem Sinn arbeiten können. Und ich muss sagen, ich freue mich darauf. Ich weiß aber auch, dass viele Herausforderungen auf uns zukommen. Herr Dr. Kaplan hat bereits einige genannt und ich weiß ja, dass wir bisher schon hervorragend zusammengearbeitet haben und ich freue mich wirklich auf die weitere Zusammenarbeit mit der Bayerischen Ärztekammer, mit dem Präsidenten und den Vizepräsidenten. Wirklich, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und all den Kolleginnen und Kollegen, die heute hier mit dabei sind. Und Bamberg ist als Ort natürlich auch deshalb gut gewählt, weil wir hier auch das staatliche Siegel als Gesundheitsregion Bamberg haben. Und so ein Siegel ist ja das eine, aber hinter dieser Qualität, die wir auch in der Fläche überall bieten, in diese medizinische Qualität, da stecken ja auch immer Gesichter und Namen dahinter. Und das sind eben Sie. Sie sind diejenigen, die dafür stehen, dass die Menschen hier in Bayern eine gute medizinische Versorgung bekommen. Sei es auch im hausärztlichen, fachärztlichen Bereich, im Krankenhaus, mit den Psychotherapeuten, mit den Apothekern, mit den Zahnärzten, mit all denjenigen, die im Gesundheitsbereich auch tätig sind. Dass eben auch der Patient, der Mensch im Mittelpunkt steht. Sie sind es auch, die nicht danach fragen, wann ist die 40-Stunden-Woche jetzt zu Ende und wo kann ich den Stift beiseite legen. Denn Sie leisten in Ihren Kliniken und Praxen tagtäglich Herausragendes für unsere Bevölkerung hier in Bayern. Und dafür meinen herzlichen Dank, meinen Respekt und, um es mit Ihren Worten zu sagen, Herr Dr. Kaplan, auch meine Wertschätzung Ihnen gegenüber, dass Sie eben dieses Tag für Tag leisten, weil wir brauchen tüchtige Ärztinnen und Ärzte in Bayern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute und das ganze Wochenende beschäftigen Sie sich ja auch auf dem Bayerischen Ärztetag mit vielen Fragen. Wohin geht's in der Bundespolitik, in der Landespolitik? Wohin geht's da im gesundheitspolitischen Bereich? Und wir können sagen, die Wählerinnen und Wähler haben gesprochen. Es sieht danach aus, dass wir eben auf Bundesebene in Richtung Koalitionsregierung gehen mit einer Bundeskanzlerin Merkel, die ja von den Menschen auch enormes Vertrauen erhalten hat. Aber es wird noch spannend. Sie wissen, dass die Sondierungsgespräche laufen, sei es mit der SPD, sei es mit den Grünen. Und da ist ja doch ganz interessant, weil es sind unterschiedliche Ansätze, die auch die verschiedensten Parteien mitbringen. Bei uns in Bayern ist es etwas klarer gewesen, das Votum. Von daher gehen wir mit einem starken Wählervotum im Rücken auch eben mit unseren Anliegen klar und selbstbewusst in die Verhandlungen. Für mich heißt es für die Gesundheitspolitik auch insgesamt, und das dürfen Sie jetzt auch von mir sicherlich nicht gleich eine totale Revolution erwarten am zweiten Tag im Amt, aber ich glaube, dass es eben auch so ist, dass wir in Bayern bisher vieles schon sehr gut auf den Weg gebracht haben. Aber es gilt es auch, vieles weiterzuentwickeln, dran zu bleiben, zu schauen, wo können wir eben unsere Akzente setzen. Wo müssen wir uns auch auf Bundesebene mit einmischen? Das heißt für mich eben einerseits mehr Evolution statt Revolution. Das heißt, bewährtes nicht radikal umkrempeln, aber intelligent und besonnen weiterentwickeln. Dabei ist vor allem für mich wichtig, eine hochwertige wohnortnahe Versorgung zu sichern. Das ist das, was die Menschen auch bei uns so interessiert. Im Mittelpunkt stehen dabei die Bedürfnisse auch der Patienten.
Zweitens ist mir aber auch wichtig, dass der Arztberuf attraktiv bleibt. Ich glaube, das ist eben auch etwas ganz, ganz enorm Wichtiges. Sie haben heute früh auf der Pressekonferenz auch davon gesprochen, mehr Studienplätze. Es ist übrigens ein Anliegen, das ich gerne an den Wissenschaftsminister wie die letzten Jahre auch schon weitergeben werde, weil das wird auf der Agenda auch bleiben. Aber insgesamt den Arztberuf, was können wir da, wie können wir ihn eben attraktiv erhalten? Und zum Dritten nachhaltige Finanzierung gewährleisten. Und da meine ich jetzt nicht nur die Kassen, sondern da geht es mir auch darum, wie wir die Krankenhäuser auch weiter gut finanzieren können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schauen wir uns mal die Versorgungssituation an. 24.700 niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten in Bayern, das ist durchaus ein neuer Rekord. Und nach einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft ist Ärztemangel derzeit noch kein Thema. Aber wir wissen auch, und ich glaube, das wissen wir alle, dass die Diskussion nach der räumlichen Verteilung oder darf ich manchmal auch Fehlverteilung sagen, das ist eine Diskussion, die wir selbstverständlich führen werden. Und dass es eben die Frage ist, wie wir auch in den ländlichen Räumen medizinische Versorgung in Zukunft gewährleisten können. Das neue GKV-Versorgungsstrukturgesetz eröffnet da ja größere Spielräume für eine bessere, auch regionale Steuerung. Das ist übrigens ein Punkt, den ich ganz wichtig finde. Mehr Verantwortungen wieder für die Regionen. Es muss nicht alles zentralistisch sein. Stichwort Gesundheitsfonds. Weil in den Regionen können wir auch häufig viel, viel besser entscheiden, was notwendig ist. Und regionale Spielräume, sei es bei der Beplanung, sei es aber auch für die Kassen, ist eben notwendig, um auch diese Strukturen in Bayern erhalten zu können. Es gilt also, diese neue Bedarfsplanungsrichtlinie auch in Bayern klug zu nutzen. Ein herzliches Dankeschön auch an die KVB hier und die weiteren Beteiligten. Die Bedarfsplanung, die ist ja damals eben trotz knapper Zeit termingerecht entsprechend aufgestellt worden. Und ich finde es auch gut, dass man gerade hier in der Nähe in Haßfurt bereits eine nach den Bundesvorgaben abweichende Planungsentscheidung getroffen hat, dass man diese Spielräume auch wirklich bereit ist zu nutzen. Dafür ein Dankeschön und da freue ich mich, wenn wir das auch gemeinsam weiterentwickeln können mit der Kassenärztlichen Vereinigung hier in Bayern, weil ich glaube, das ist der richtige Weg, diese Instrumente, die wir haben, auch zu nutzen. Für mich ist ein weiter wichtiger Punkt, wenn es um die Versorgung geht, ein klares Bekenntnis auch zur hausärztlichen Versorgung, aber ich darf Ihnen auch sagen, selbstverständlich auch zur fachärztlichen Versorgung. Wenn es für uns jetzt auch auf Bundesebene erstmal wichtig ist, die Hausarztverträge ohne Honorarobergrenze weiterzuverfolgen, dann ist das ein Punkt. Aber ich finde es auch notwendig, dass wir uns die Altersstruktur nicht nur bei den hausärztlichen Kollegen, sondern auch bei den fachärztlichen Kollegen genauer anschauen und unser Förderprogramm, das wir in Bayern bereits jetzt aufgelegt haben, was vielfach eben auch den hausärztlichen Bereich stärkt, aber jetzt schon, wenn es um innovative Versorgungskonzepte geht, wenn es um die Stipendien geht, dann sind da die Fachärzte schon auch mit drin und bedacht, aber dass wir diesen Fokus auch ins Auge fassen, das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig, wie schon gesagt, die Forderung Richtung Bundesebene, auch Hausarztverträge ohne Honorarobergrenze werden wir in den Koalitionsverhandlungen aufrechterhalten. Aber für die Menschen von Hof bis Garmisch ist es wichtig, dass sie den Haus- und Facharzt in ihrer Nähe haben. Und ich schließe jetzt die Krankenhäuser, Zahnärzte und auch Apotheken mit ein, weil ich glaube, das ist eben alle Psychotherapeuten, selbstverständlich auch alle, die in diesem Bereich eben auch mit tätig sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Arztberuf muss attraktiv bleiben. Ich habe es gerade am Anfang gesagt. Dafür gilt es aber auch, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen und zu erhalten. Da gehört es dazu, dass wir ein Bekenntnis zum freien Beruf haben. Ich möchte keine Staatsmedizin haben. Da gehört für mich aber eben auch dazu, dass für eine gute Leistung auch ein angemessenes Honorar da ist.
Sie wissen, dass wir, dass sich gerade im erweiterten Bundesausschuss die Einigung von diesem bis, das heißt so schön, auf bis zu 800 Millionen Euro mehr für 2014, das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Und dasselbe gilt, wir hatten es ja, Dr. Kaplan, Sie haben es vorhin schon angesprochen, die GOE zeitnah eben weiter zu entwickeln. Man hört ja dem Vernehmen nach, Bundesärztekammer und BKV-Verband hätten die wesentlichen Eckpunkte bereits sich einigen können. Aber diesen konstruktiven Weg, der da beschritten ist, weiter zu begleiten. Politik sitzt nicht an jedem Verhandlungstisch mit. Das möchte ich auch ganz klar sagen. Finde ich auch wichtig und richtig, dass die Selbstverwaltung eben auch ihre Aufgaben als Selbstverwaltung wahrnimmt. Aber ich bin immer gerne bereit, in meinem Amt moderierend dabei zu sein und die Interessen der Ärzte mit zu unterstützen und dann eben auch zu schauen, wie man weiterkommt, selbstverständlich auch der Versicherten, sodass das in einer Lösung immer wieder weitergehen kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Attraktivität des Arztberufes, da darf man auch das Stichwort Bürokratie nennen. Sie wissen vielleicht, dass ich in Bayern einen Arbeitskreis Bürokratieabbau leite, wo es mir auch darum geht, dass wir schauen, die Ergebnisse, die wir schon einiges erarbeitet hatten, aber dass wir da weiter dranbleiben. Ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, weil es ist manchmal schwierig, wenn man das eine verändert, dann macht man am anderen Ende wieder mehr auf. Also ich glaube, das wird ein Thema sein, wo wir weiter dran arbeiten dürfen. Aber ich bin mir bewusst, dass es einfach ein Thema ist, was viele junge Ärzte auch immer wieder oder auch im Beruf stehende Ärzte immer wieder nervt und abschreckt. Und da müssen wir sicherlich gucken, was wir tun können im Sinne der Ärzte auch. Eine wichtige Zukunftsaufgabe ist eben auch die nachhaltige Finanzierung. Dabei geht es eben mit Augenmaß und Verstand vorzugehen. Der Grundsatz dabei lautet für mich: Markt und Medizin, Wirtschaftlichkeit und Versorgungsqualität, aber auch Menschlichkeit angemessen unter einen Hut zu bringen. Wir dürfen die Gesundheit weder kaputt sparen, noch zu viel Gutes tun wollen, weil dann bringen wir das System auch aus dem Gleichgewicht. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir die Mittel bestmöglich für die Patienten einsetzen können. Für mich ist es deswegen auch ein entscheidendes Kriterium, sich für die weiterhin duale System einzusetzen zwischen GKV und PKV. Denn in meinen Augen garantiert auch ein gesunder Wettbewerb eine Versorgungsqualität und Effizienz. Und noch ein kleiner Seitenhieb sei erlaubt. Die Bürgerversicherung dagegen bedeutet allein für bayerische Ärzte 1 Milliarde Euro weniger pro Jahr, weniger Qualität. Vernichtung von Arbeitsplätzen in der Wirtschaft, also sicherlich nicht ganz einfach. Ich bin sehr gespannt, was wir da die nächsten Wochen und Monate auch noch in dem Feld gemeinsam erarbeiten werden. Für mich ist es eben wichtig, dieses duale System vernünftig weiterzuentwickeln und anerkannte Probleme zu lösen. Sie haben vorhin schon eines angesprochen, BKV, hohe Beitragsanstieg im Alter. Auch da sollte man wirklich schauen, was sind da für Möglichkeiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Wort noch zu der Krankenhausfinanzierung, weil für mich ist es auch für ein funktionierendes, stationärer Krankenhausbetrieb wichtig, dass wir nicht nur, und ich glaube, da haben wir in Bayern die letzten Jahrzehnte, seit 1972 waren es insgesamt 20 Milliarden Euro, die wir in die Gebäudlichkeiten der Krankenhäuser gesteckt haben. Das möchte ich auch weiter tun. 2013 haben wir es nochmal auf 500 Millionen Euro erhöhen können, was wir jährlich in die Krankenhäuser, in die Investitionen, in die Gebäudlichkeiten stecken dürfen. Aber der Betrieb, und da werden wir auf Bundesebene uns ganz klar dafür einbringen, dass wir eben auch diese Betriebskosten, weil wir wissen alle, Betriebskosten, wenn ich da sparen muss, geht es irgendwann mal eben auch bei aller Effizienzsteigerung, die man findet, irgendwann mal spart man dann auch am Personal. Und das kann es nicht sein, weil dann ist die Zeit nicht mehr für die Patienten da. Dann muss Pflege und auch die Ärzte eben viel zu rational damit umgehen. Und das ist in meinen Augen nicht richtig. Deswegen der Einsatz eben auch für die Betriebskostensteigerung. Wir konnten ja für die Häuser, für die Krankenhäuser, wir konnten im letzten Jahr ja jetzt noch erreichen, dass wir insgesamt
insgesamt eben nochmal 165 Millionen Euro mehr bekommen haben für die bayerischen Krankenhäuser. Aber da gilt es eben auch, da zu schauen, dass es kontinuierlich weiter so geht. Weil, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Krankenhäuser sollten auch in Zukunft weiterhin arbeiten können. Und das heißt, wenn inzwischen 40% der bayerischen Häuser rote Zahlen schreiben, dann müssen wir uns überlegen, dass da im System was nicht mehr stimmen kann. Auch wenn ich dafür bin, duale Finanzierung weiter, Freistaat Bayern steht zu seinem Wort, weiter in die Gebäude zu investieren. Aber auf Bundesebene werden wir uns dafür einsetzen, dass die Betriebskostendefizite eben auch vernünftig ausgeglichen werden können. Vielen herzlichen Dank.